So, ja, ahnt es schon, wenn man diesen Bildschirm sieht, dass es jetzt so langsam wieder weitergeht mit FIFA 18, sind wir beziehungsweise fast ins Ende. Wir sind immer noch in Kapitel 6, jeder für sich, und ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht und ob wir es sogar heute schon tatsächlich in der Aufnahme schaffen, das Ding fertig zu machen. Ich habe heute noch ein bisschen was zu tun, wenn ich ehrlich bin. Ich muss noch ein bisschen was, Gran Turismo aufnehmen, ein neues Projekt aufnehmen. Lasst euch überraschen, was es wird. Es wird cool. Ich glaube, es haben 90% von euch gezockt. Wir werden sehen. Aber erstmal zu FIFA und los geht's. So. Wir haben noch ein Attribut zu verteilen, finden Sie sich gerade. Bleibt ja nicht viel übrig, ich muss ja nur das hier nehmen. Und das machen wir dann noch direkt. So. Ja. Mit dem nächsten Spiel gegen. Oh, ach Gott. Ich weiß gar nicht, wie der. Engers, Angers. Ich habe keine Ahnung, wie der aus dem Club ausgesprochen wird. Egal, wir müssen trotzdem gewinnen. 1. April 2018, es ist nicht mehr so viel zu tun, diese Saison. Ich gucke gerade, wie es mal aussieht mit der Tabelle. Wie viele Teams wir haben? 19, 19, 38 Spiele. Also 8 Spiele haben wir noch und wir sind nur ein Punkt hinter dem Tabellenführer aus Lyon. Es läuft, es wird. Gut, los geht's. Ich spiele mit Griezmann und Hunter vorne drin. So. Wir sollen das Maximum erreichen. Das schauen wir mal, was wir das auf die Reihe bekommen. Und Griezmann! Oh! Was war das hier, lieber Herr Torwart? Und die erste dicke, dicke Chance für Paris. Schade, Phil. Wäre fast gewesen. Di Maria. Und der nächste, der knapp vorbeigeht. Schade. Also zweite, ja quasi hundertprozentige Chance für Paris. Ja, ewig viel sollten sie nicht liegen lassen, wenn mal das erste Tor fällt oder wenn man sie gewinnen wollen. Nächster Angriff, über Alves und Di Maria auf Alexander, der jetzt mal auf der rechten Seite aus dem Spiel und die Ecke zumindest holt. Passore, bringt sie rein. Oder oh, der geht knapp vorbei, es gibt den Abstoß. Ja, Paris bleibt aber hier dran. Die Gäste haben nicht viel zu melden jetzt gerade. Abseits, okay. Habe ich zwar nicht so gesehen, aber gut, Schiedsrichter wird schon wissen, was er tut. Ach Mann, das war doch gar nichts, Schiedsrichter. Hallo. Rabiot mit dem angeblichen Foul. Schiedsrichter sieht das zumindest so. Ich sehe es anders. Aber nie. Aber der Ball ist total ungefährlich. Nächster Ball über Griezmann. Und da legt sich der Ball einmal vor und zieht dann ab, aber der geht auch leider nicht rein. Und gibt das Ecke oder sagt der Schiedsrichter da gerade Abschluss? Nein, es gibt Ecke.
Hunter. Hunter. Ziemlich glücklich, dass dieses wieder auf 0:0 steht. Irgendwie kriegen wir den Ball nicht ins Tor. Maria, die Maria. Entschuldigung. Und wieder hat der Keeper den. Er hält seine Mannschaft zumindest statt jetzt gute halbe Stunde rum im Spiel. Aber sowas kann sich rächen. Diese mangelnde Chancenverwertung kann sich irgendwann noch rächen, liebe Zuschauer. Und es wäre ein herber Rückschlag, wenn Paris dieses Spiel nicht gewinnen würde. Weil, wie gesagt, sie sind nur noch einen Punkt hinter Lyon dran und wir haben nicht mehr so viele Spieltage. Ah, der auch wieder nicht. Auch der ist nicht drin. Meine Güte, was fliegt Paris hier an Johnson hin? Was haut Paris hier an Chancen raus? Nächster Angriff über Hunter. Und auch der ist nicht drin. Neymar. Steht das hier echt zur Pause 0:0. Ja. Er gibt Paris den Freistoß. Ne, gibt er wohl. Okay. Ich hätte ihn auf einer anderen Position gesehen. Silva. Und endlich die Führung, Antoine Griezmann. 1:0 Paris, kurz vor der Pause. Hier, dieser abgeprallte Schuss von Silva. Gerade bei Griezmann und der lässt sich nicht lange fackeln. Und nagelt das Ding in die Maschen. 1:0 Paris. Und diese Flanke wird abgefangen. Wunderbar. Ja, 1:0. Das ist zumindest mal der Stand. 45. Minute war Griezmann erfolgreich. Jetzt darfst du dir gerne in der zweiten Halbzeit mit einer besseren Chancenverwertung mal weitergehen. Dann wird das Ding hier ein relativ eindeutiger Sieg. Aber wie gesagt, müssen wir mal gucken. Und der Ball ist im Haus. Es gibt Einwurf für PSG. Nächster Ball über Di Maria. Zu leicht abgefangen, aber ah, doch nicht. Nächste Welle läuft wieder. Das kann ich sagen. Also die Gäste kommen hier null wirklich raus. Aber dann spielt Paris es so beschissen teilweise zu Ende. Und deswegen steht es auch nur 1:0. Nächster Ball über Neymar. Aber was war das denn hier? Noch kein Tor gemacht. Alexander, 62. Minute. Wenn Afa kommt, ist neu in die Mannschaft für Rabiot. Ja, eben der kurze Wechsel noch schnell. Endlich. Spielen die beiden auch mal zusammen. Griezmann, 2:0.
Draxler neu für Neymar, jetzt in der Mannschaft bei Paris. Ja, 2-0 ist schon mal ein beruhigeres Ergebnis als halt nur dieses knappe 1-0. Gut, wenn keiner ihn angreift, dann macht das halt selber. Draxler, schade. Knapp vorbei. Na also, 3-0. Griezmann, Tor. Hattrick. Hattrick des Franzosen und es wird langsam standesgemäß. Zumindest wenn man dieses Spiel mit viel Verlauf sieht. Oh, schöner Ding auf Draxler. Aber Hunter mit einer guten, mit einer guten Chance, aber der geht leider nicht rein. Ein bisschen aus dem Hals gerade. Deswegen das Husten. Soll aber nicht weiter stören. Draxler. Nimmt die Variante über Hunter mit. Und der geht über die nimmt die Maria mit. Ui, da stand Draxler aber mal ganz alleine. Eieiei, was ist denn heute hier los mit Paris? Immer noch nicht. Hunter wird heute nicht glücklich in diesem Spiel. Boah, das ist doch nicht wahr und schon wieder nicht. Das ist nicht wahr. Irgendwie kriegt er heute keinen Stich auf das Spiel. Jeder Schuss, irgendwo Latte, Pfosten, Keeper. Jetzt vielleicht nochmal. Hunter will es irgendwie machen. Lässt ihn jetzt mal stehen und wieder nicht der Treffer, Alex Hunter. Was ist denn heute los mit ihm? Was ist denn heute los mit Alex Hunter? Griezmann trifft dreimal, Hunter trifft gar nicht. Gut, Hunter hat auch ein bisschen ein paar Füller gegeben, also abgesehen davon ist es halt. Auch die nächste Ecke geht nicht rein. Ben Arfa drüber. Ich denke, das wird hier das Ende sein. Hunter trifft heute nicht. Hunter trifft heute mal nicht. Schade. Aber okay. Aber er hat zumindest 2 Torvorlagen gegeben. Ne, heute war torotechnisch nicht sein Tag, aber gut, so Spiele passieren mal. Kann ja nicht die komplette Saison gehen. Manchmal hast du einfach so Tage, wo halt alles an. Alex, the opposition today could not cope with you. Would you say it was the accuracy of your passing or the finishing of your teammates that was the difference today? Wenn man gewinnt, ist es egal, wer passen trifft. Who scores or who sets them up, so long as you're winning games. But as a striker, is it not your role to score? Like the gaffer's always telling us, every time we score, we know the assist had to be as good as the goal. Thanks for taking the time to speak with me today. Ja, ja, ist natürlich gerade wichtig. Wenn keiner die Tore vorlegt, dann macht sie auch keiner. Aber letztendlich ist es egal, wer es macht. 0,7 haben wir keine Tore gemacht. Aber okay, passiert.
Wichtig sind 3 Punkte und gut ist. Wichtig sind 3 Punkte, alles andere ist egal. Was haben wir noch als nächstes? Ein Plan, auf dem Plan stehen heute Dribbling, Präzision und Dribbling Ballbesitz. Das machen wir auch auf jeden Fall in dieser Folge. Ich habe ein Spiel im Training, Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir noch dafür machen müssen. Dieser Club has always been among the elite. And the elite train harder than the rest. This much is certain. Let's go! Dieser italienische Akzent noch dabei. So, wir trainieren ein bisschen. Ich gehe jetzt nicht auf Speed, sondern eher auf. Auf Präzision. Wunderbar. Ah. Alles andere ist egal. So, Dribbling Ballbesitz. Man kann nicht markieren Tor, wenn der Verteidiger an den Ball bekommt. An die Verteidiger an den Ball kommen. Okay. Ja, scheiße. Oh, jetzt packt er mir noch einen zweiten Verteidiger dazu. Jetzt packt er mir sogar noch einen dritten dazu. Den hat er gut weggenommen. Oh, mit ein bisschen Glück, aber... Immerhin. Ja, C. Egal, scheiß drauf. So, das haben wir auch erledigt. Workout? Feeling great, mate. Ain't a defense in the league can get near us. Feels a bit easy, doesn't it? It's never easy enough. Stone cold, Hunter. Stone cold. Bruv, got ice running through these thick veins. You know this. I love it when a plan comes together. Ja, man versteht sich auch wunderbar. Das... Da ist kein Neid oder sonst irgendwas drin, einfach, es läuft einfach auf jeden Fall. Gut, wen haben wir denn als nächsten Gegner? Bzw. nicht heute, sondern morgen schon. Ja, morgen ist der nächste Gegner da. Ah, Saint-Étienne, okay. Die Mannschaft kann ich wenigstens aussprechen. Das heißt, wir sehen uns morgen in der nächsten Folge, also morgen wieder, bei FIFA 18 zu Journey. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie viele Spiele es sind noch insgesamt. Ich glaube, es sind noch 7 Spiele. Vielleicht sind es auch noch 6, 7 Folgen. Man weiß es nicht. Ja, wir hören uns dann und mein Name ist Kev Gaming. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Wenn ihr da neu dabei seid, dann gerne auch auf einen hinterlasst ein Abo. Dann verpasst ihr auch überhaupt nichts. Wir starten demnächst einige neue interessante Projekte und da freue ich mich jetzt schon drauf. Bis dahin und auf Wiedersehen.